Dadurch, dass hier jetzt so eine Schattenbildung ist, dass man halt hinten sich noch eine Lampe holt, aber weiß ich nicht, eigentlich ist es unnötig. So hat man wenigstens ein bisschen Struktur auf der Wand, wisst ihr? Im Hintergrund ein paar Sachen hängen, ja, habe ich sowieso vor, aber da muss ich schauen, was und wie und wo. Weil man darf nicht vergessen, bald wird Switch Sports gespielt und dann muss ich halt auch ein bisschen aufpassen, ne? Wenn dann Sachen hinter mir hängen, die hau ich alle runter. Weil so in der Cam geht es ja eigentlich, da hat man genug, da hat man hier mal eine Süßigkeiten-Ecke und eine Lampe und hier einen Kalender. So, ist ja okay. Nur halt hinter mir, wenn man jetzt in der Cam ist, ist halt gar nichts. Außer diese Pflanze hier. Eine Sache, die ich mir in den Hintergrund hängen wollen würde, ist zum Beispiel, bei dem Bild, ihr werdet mich jetzt alle auslachen, das gute Stück. Weil da kann man nämlich auch die, ja, man kann da irgendwas drauf machen. Oder zum Beispiel auch die Uhrzeit. Man kann es halt hier alles einstellen. Oder auch Wetter, Temperatur. Das finde ich sehr cool. Die kostet 58 Euro, die war aber letztens im Angebot vor Weihnachten für 50. Dann die nächste Überlegung, die ich habe. Es gibt so kleine Bretter. Kleine Wandbretter. Ja, ihr wisst alle, was ich meine. Sowas zum Beispiel. So. Und dann kann man da zum Beispiel auch meine Pflanze oder so draufstellen. Aber das würde ich halt. Bruder, das würde ich halt so runterschmeißen. Auf AliExpress, ja, geht auch, Digga, stimmt. Gar nicht mal so dumm. Digga, warum sind die Seiten alle weiß? Warum? Deko. Ja, was haltet ihr davon, wenn ich mir so eine schöne Spritzpistole in den Hintergrund stelle? LED-Schild. Oha, buh, süß, Bruder. 200 Euro. Einfach einen Laden aufmachen, Digga. Junge. Holy shit. Boah, sowas ist aber auch geil. Würde ich sowas fühlen? Sollen wir davon nehmen? Lass mal die Rakete nehmen, die 5. Lass mal Rakete und Dings nehmen. Von Drachenlord oder so. Oder, Digga, warum ein Pappaufsteller? Was ist denn mit euch? Wo soll ich den hinstellen? Hier? Soll ich da einen Pappaufsteller hinstellen? Pappaufsteller, Digga. Kann man die auch bei AliExpress kaufen? Gibt es hier Pappaufsteller? Pappaufsteller? Ja, okay, ne, gibt's nicht. Pappaufsteller. Nummer 2 sieht auch geil aus. Ein Dino! Ich brauche einen Dino, Bruder, aber in einer anderen Farbe. Da! Oh mein Gott, aber grün? Nee. Da war Olaf Scholz, was? Das war ein Mini-Pappaufsteller. Junge, ein 1,90. Pappaufsteller, 50 Euro. Soll ich mein Geld direkt verbrennen? Ich gucke jetzt nach Dino-LED-Schild. Dino-LED-Schild. Das ist irgendwie alles nicht so cool. Ja, aber seid mal ehrlich, würdet ihr es fühlen, wenn ich mir. Oh, warum ist denn das jetzt so teuer, Digga? Nee. Würdet ihr es fühlen, wenn ich mir hier so eine. Wo waren das jetzt? Hier diese Rakete hinhängen würde? Nummer 5. 5 Euro oder was? Halt ehrlich, 5,39. Das ist die doch, oder? Ja, safe halt wieder Versandkosten 3000 Euro. Das ist immer so. Wenn dann in grün, oder? Nummer 6. Oder einfach beides rein. Display Partnership regelt. Ja, safe, Bruder. Soll ich die mal anschreiben? Komm, wir schreiben die jetzt live im Stream an. Ich finde halt sowas auch übel geil im Moment. Ich glaube, das war sogar von dem GT3. Ja, hier, warte. Boah, sowas zum Beispiel auch übel geil. Junge. Oder wo war das? Boah, die sind schon sehr geil, die Bilder. Ich kann mir auch einfach einen 100.000 Playbutton holen. So ein TikTok Award habe ich mal überlegt, wenn ich mal irgendwann 100.000 oder so haben sollte, dass ich mir wirklich so ein Ding kaufe. Weil TikTok selber hat ja keiner. Boah, aber sowas, ne? Oh, ich fühl's. Ich fühl's unnormal. Aber guckt euch das mal an, alleine das Kleine. 44 Euro, Digga. Und dann noch 10 Euro Shipping and Handling, Digga. Ich frag die jetzt nach Partnerschaft und sowas. Display. Was für Display-Trotz? Ja, wenn man es normal kauft vielleicht. Aber wenn, also so, gegen Placement hätte ich nichts. Sell your art? What is. Hallo? Carrier? Kann ich hier anfangen? Ich brauche einen Job. Ja, keine Ahnung.